Lo Sosas Vorbereitung auf dieses Spitzenspiel war nicht einfach. Bei Länderspielpausen fehlt ihm jeweils ein Großteil seiner Spieler. Und auf den verletzten Captain Marco Streller muss er weiterhin verzichten. Auch El Neni, Gonzalez, Cher und Safari stehen nicht zur Verfügung. Ibe hingegen kann aus dem Vollen schöpfen und bestimmt die ersten Minuten. Sanogo auf Nuzzolo, der im letzten Moment gestoppt wird von Degen. Der Basler ist erstmals seit 2 Monaten wieder dabei. Der FCB braucht Zeit, um ins Spiel zu finden. Dann aber dieser Traumpass von Diaz auf Gashi. Der Topscorer der letzten Saison vergibt diese gute Möglichkeit, die nach Offside aussieht, aber absolut regulär ist. Nach einer Viertelstunde ist die Partie ausgeglichen. Mbolo auf Gashi, Gashi auf Mbolo. Und auch er nutzt seine erste Chance nicht. Brel Mbolo ärgert sich und sieht nicht, dass sein Trainer mit der Aktion durchaus zufrieden ist. Mbolo profitiert von der verletzungsbedingten Abwesenheit von Marco Streller und kann Erfahrung sammeln. Uli Forte weiß nicht so recht, was er von dem allen halten soll. Sein Team spielt gut mit, aber der FCB kommt immer wieder zu Chancen. Delgado sieht den freistehenden Sereidie. Der umkurvt von Bergen. Das FCB-Problem heißt Chancenverwertung. Das ist der dritte Hochkaräter. Die Berner Abwehr lässt aber einfach zu viel zu. Das wird in der ersten halben Stunde deutlich. Und Basel setzt Ibe unter Druck. Delgado dazwischen. Mbolo. Gashi steht ganz frei und diesmal trifft er. 1:0 für den FCB. Ein Tor, das sich abgezeichnet hat. Extrem knapp, gleiche Höhe. Es geht um Millimeter. Gashi mit Saisontor Nummer 5. Die Führung für den FCB geht in Ordnung. Die Gäste sind zielstrebiger, variantenreicher und darum gefährlicher. Vor der Pause aber noch einmal die Berner. Kubo auf Nuzzolo. Es bleibt beim 1:0 für Gashi und Co. Mehr offensive Durchschlagskraft mit Guillaume Oaro und mehr Kontrolle im Mittelfeld mit Milan Gajic. 2 Wechsel bei Ibe nach der Pause. Der großgewachsene Franzose ist sofort da. Kubo. Dann Nuzzolo. Oaro startet. Watzlik muss eingreifen. Nächste Szene. Freistoß Ibe mit Steffen. Und wieder der 1,92 Meter große Oaro, der sofort für Gefahr sorgt. Gutes Timing und ein wuchtiger Kopfball. Ibe ist nun wesentlich wacher, vor allem Steffen. Sein Pass auf Nuzzolo, kein Offside. Die nächste Möglichkeit für Ibe. Renato Steffen dreht nun richtig gehend auf, stellt die Basler vor Probleme. Sieht Kubo und dessen Schuss wird noch abgefälscht. Ibe kommt dem 1:1 immer näher. Der nächste Versuch. Nuzzolo überlässt Lechax. Der Pass zurück auf Huaro. Der Ball liegt zwar im Tor, der Treffer zählt aber wegen eines Offsides nicht. Paulo Sosa nimmt Einfluss und wie? Ob das alles verstanden wird? Basel verlegt sich ganz aufs Konter. Das ist Hamudi, der für Degen gekommen ist. Der gibt es, setzt sich durch, verzieht aber. Ibe hätte nun den Ausgleich verdient. Sanogo. Dann Lechax. Huaro und Steffen. Aber FCB-Keeper Watzlik lenkt den Ball über die Latte und sichert damit seinem Club die 3 Punkte. Ibe hat die erste Halbzeit verschlafen
und Basel bleibt auswärts weiterhin ungeschlagen.